Hallo Insektenfreunde. Ja, wir warten ja alle schon ganz gespannt auf den Schlupf unserer jungen Mantiten. Und in der Zwischenzeit haben wir ein paar Vorbereitungen noch zu treffen. Und zwar müssen wir ja bald ein paar hungrige Mäuler stopfen. Und deswegen gehe ich heute mal auf das Thema Züchten von Springschwänzen ein. Ja, ich habe mir eine Dose Springschwänze gekauft bei Mining Terroristik und da seht ihr eigentlich auch die herkömmliche Art und Weise, wie man Springschwänze züchtet. Ja, man nimmt Weißtorf, man nimmt Korkrümel und füttert die teilweise mit Zucchini, Champignons oder irgendwelche Hundefutterflocken. War mir bisher immer alles zu kompliziert, hatte auch nie wirklich Erfolg damit und habe die Springschwänze eigentlich immer dazu gekauft. Ja, jetzt können wir eigentlich das Video abbrechen und sagen, okay, kauft ihr eure Springschwänze, aber es gibt eine wirklich eine sensationelle Änderung, wo das Ding so easy und einfach zu züchten ist, das ich euch jetzt mal zeige. So, das, was ihr hier seht, das sind die Sachen, die wir brauchen für die Zucht von Springschwänzen. Das ist einmal Grillholzkohle, Wasser, Bierhefe. Eine Dose, wo ihr die Tiere drin züchten könnt. Die Dose sollte keine Löcher haben. Ihr könnt eine Tupperdose nehmen oder irgendwie eine Verpackungsdose. Ich nehme eine Brablast 1,3 Liter Dose und dann braucht man natürlich für die Zucht ein paar Springschwänze. So, wir nehmen jetzt die kleineren Holzkohlestückchen aus dem Grillsack und füllen unsere Dose, unseren Zuchtbehälter, ja, zu 2 Drittel voll mit dieser Kohle. Ja, das Tolle an dem Substrat ist einfach, ich bekomme es an jeder Ecke. Ich muss mir keinen Kopf machen, wo bestelle ich das jetzt, in welchen Laden muss ich jetzt wieder hinfahren, sondern ich gehe einfach zum nächsten Discounter, kaufe mir so einen Sack, kann nebenher noch grillen gehen, ja, und habe ein Substrat, das man einfach ewig in dieser Dose hält. So, jetzt kommen wir zu unserer Springschwänze. Ja, da machen wir die Dose an einer Ecke auf und leeren unser Wasser da rein. Da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, dass die euch ertrinken. Die haben eine wasserabweisende Haut und dadurch können die ja bis zu 14 Tage auf der Wasseroberfläche, auf der offenen See schwimmen, über hunderte Kilometer lang und dabei sogar noch die Richtung bestimmen. Wir nehmen unsere Dose, klopfen die ein bisschen auf den Tisch, damit die Springschwänze, die sich am Deckel oder an den Seitenränden befinden, ins Wasser fallen. Und öffnen wieder eine Ecke von der Dose und gießen die in die Holzgrillkohle rein. Ja, dann ruhig das Wasser mit reinlassen und ab und zu fällt auch ein bisschen Substrat mit rein. Das macht nichts. Das verwerten die dann mit der Zeit. Gießt es überall gleichmäßig ein bisschen drüber über die Grillkohle. Das Wasser kann nachher ruhig da drin bis zur Hälfte stehen. Es sollte immer nachgefüllt werden. Am Anfang werdet ihr da auch merken, dass die Holzgrillkohle das Wasser ein bisschen aufsaugt. Da könnt ihr ruhig nachleeren, gießt über die Springschwänze drüber, die schwimmen dann zum nächsten Holzgrillkohlestück. Das ist überhaupt kein Problem. Füttern tue ich die mit Bierhefe. Das mache ich einfach in den Salzstreuer rein und gebe so viel rein, dass es innerhalb von 2 Tagen fressen, damit es da drin nicht anfängt zu schimmeln. Ja. Deckel drauf und fertig ist der Zuchtansatz. In der Nahaufnahme können wir sehen, wie sich die Springschwänze auf der Holzkohle bewegen und nach Futter absuchen. Also es funktioniert wirklich toll. Probiert selber aus. Ich bin begeistert von der neuen Rezeptur. Wenn ihr mal eine längere Zeit weg seid, ja sagen wir mal so 2, 3 Wochen, könnt ihr auch als Futter ungekochte Reiskörner reinlegen. So, ja, sagen wir mal 4 Stück auf so eine 1,3 Liter Brablasdose. Und die ernähren sich dann von diesem ungekochten Reis. Ja, circa 2, 3 Wochen hält er. Warum ich das dauerhaft nicht mache, ist einfach, es fängt an zu schimmeln um die Reiskörner rum. Das mag ich nicht so im Zuchtbehälter. Und die Bierhefe ist ja einfach effektiver, was die Zucht selber angeht. Die wachsen besser, die gedeihen besser. Und ganz ehrlich, ich verfüttere meine Tiere auch lieber. Ja, gut genährte Springschwänze, die sich jetzt nicht gerade von Schimmel ernährt haben. Ich bedanke mich, dass ihr das Video zu Ende angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, ich gucke gerade, dass ich jede Woche eins veröffentliche. Abonniert meinen Kanal.
Wer es genau nochmal nachlesen möchte über die Zucht der Springschwänze, ich poste unten einen Link zu meinem Blog. Da ist es nochmal genau beschrieben. Und hey, dann wünsche ich euch alles Gute. Ciao.